Was ist das für ein Kind? Gute Frage. Der gehen wir gleich nach. Aber erst einmal hallo allerseits und willkommen zurück bei Far Cry 6. Vision such nach dem Kollaps. Such deinen Sohn. Sohn nach dem Kollaps. Mit dem weiblichen Deputy gemacht. Natürlich ist mal wieder Feuer heiß. Ja. Die sind aber nah beieinander, die beiden Kisten. Dein Sohn braucht dich. Ich begreife das nicht. Ich hatte nie einen Sohn. Die Hütte kommt mir ein Stück weit bekannt vor. Kommt mir auch ein klein wenig bekannt vor. Ich hatte nie einen Sohn. War. Kann man hier noch interagieren? Was passiert mit mir? Warum hast du mich geschützt? Warum hast du das zugelassen? Hast du das? Ist dein Sohn? Ich habe keine Kinder. Das war nicht dein Plan. Was das ich hörte auch, dich reden, deine Worte. Ich rette dich davor. Wie ängstlich aber auch spricht der Joseph. Bist du wirklich mein Sohn? Sieh, was du mir angetan hast. Oder was du mir noch antun wirst. Hilf mir! Wir gehen mal in die Hütte. So einfach rein. Vielleicht einfach nur interagieren. Finde die Quelle meiner Fesseln und zerstöre sie! Giftscheiß. Giftmunition, man könnte meinen Bliss, wobei so vernebelt wirkt das gerade gar nicht. Dein Herz fallen gelassen, oder spuckt was? Das hat gespuckt. Ah, was? Nicht, dass das noch da kostet. Sieht aber ganz schön was aus. Das Geschwür. Verderbnis. Geh zum Ort deiner Sünde. Sprenge die Ketten. Noch zweimal noch da, da. Ist oben. Hier oben ist gar nicht so schlecht. Da kommt die ganze Buße und so auch zu uns. War aber immer noch was.
Ah, aua. Oh, cool. Das ging es nicht. Eine Granate? Eine Granate. Oh, Farbänderung. Ist noch jemand? Was geschmissen? Ja, komm, noch Munition? Nee, verguckt. Passt. Stilles Selbstbewusstsein, da ist noch jemand zu hören. Du bewegst dich leiser nach Takedown Kills. Tschüss. Geräusch kam gerade von Ethan. Interagieren ist gerade nicht. Den Einfluss müssen wir vernichten, Jean. Scheint aber auch nicht rot. Vielleicht einfach mal interagieren. Beiden kommen ja direkt von den... Ups, das wollte ich gar nicht... Ah, nein, wir haben noch... Oh, noch da eingesetzt. Scheiße. Mann, Feuer heiß. Ah, wie bescheuert. Mann. Wir werden noch eine Prüfung angehen müssen. Einmal ist mir zu riskant, wie wir gerade eben gesehen haben. So kann man nämlich auch sterben. Wenn das ohne noch da passiert, dann gute Nacht. Müssen wir hier jetzt noch irgendwie rein? Man geht doch nicht hin rein. Waren wir auch schon. Ich verstehe das gerade nicht. Gehen kann man hier halt auch nicht. Da schon. Hab interagiert, hab geschossen, nichts passiert. Passiert nichts. Kann ich es auch wieder ausmachen? Gedrückt halten. Ah, das hätten wir gerade erst ein. Wer hat mal gedrückt? Passiert auch nichts. Ich würde ja gerne mal in die Hütte reingehen.
wie auch dieses schwarz-rote Gewaber nur da ist, wenn wir weit genug weg sind. Auch interessant. Die Fesseln kommen von meinem Einfluss. Ich muss ihn vernichten. Ja, aber wie denn? So nicht. Hier war aber ja auch noch was. Hier ist irgendwo noch so ein Gemüse. Da irgendwie rein. Moment. So langsam geht auch, ist auch die Munition aus, da muss ich gleich aufpassen, beziehungsweise meine Kiste aufnehmen. Oder öffnen. Ich muss von oben mal runterfallen, wenn das geht. So umständlich kann es doch nicht sein. Nein, nicht runterfallen. Kann man aber auch nicht so richtig reingucken. Oh, das Fenster? Wie sieht denn das so offen aus? Ich sehe aber auch nichts Rotes. Wie sieht denn das da hinten so offen aus? Ist nichts offen. Das mag ich halt nicht, wenn irgendwelche Aufgaben extrem undurchsichtig sind, beziehungsweise, ja, da oben müssen wir hin, aber was da tun? Böse Ethan-Fesseln, ja, schön. Geh weg. Hat gerade wieder E gedrückt. Das lasse ich nicht zu. Hab ich doch gerade eben schon vor 2 Minuten. Verstehe einer. Vielleicht war es ein Zehntel einer Sekunde zu kurz. Naja. Jetzt gibt es eine neue Verbindung. Eine neue Fessel. Aua. Gerade eine Kiste mitzunehmen. So viel der Injektion hatten wir jetzt noch nicht in Verwendung. Aua. Ey. Es spuckt wieder. Ich hab keine Angst vor dir. Oh, nicht aufs Feuer fallen, ist auch nicht gut. Oh, ja, ist gut. Ist der Typ oben? Womöglich. Das Problem ist, wenn wir neben dem Klumpen stehen, beschießt er uns ja. Thank you.
aber einiges los. Ah, Flammenwerfer. Ich gedacht, die fällt etwas mehr ab, die Granate. Ab ins Wasser wäre auch eine Möglichkeit. Bleib stehen. Zwei Flammenwerfer. Nicht, dass die Kiste jetzt noch abbrennt. Natürlich wurden wir wieder bespuckt. Bitteschön. Zum Ort deiner Sünde. Sprenge die Ketten! Eine Gesundheits-3-Injektion, weil das Ding weiß ist, oder wie? Flammenwerfermann. Du bist nur hölzern, du bist nicht weiß. Oh, Kanister. Kanister. Ah, abgeprallt. Das Nachladen dauert viel zu lange. Und so effektiv stark sind die Dinger gar nicht. Oh nein! Liegt hier ein Fass, ja? Oh. Die gehen auf den Zeiger mit ihren blöden Flammen. Mit den geworfenen Flammen. Ja! Geh da jetzt nicht wieder ran. Es gibt doch noch Schaden. Lebt das überhaupt noch? Ist das sein Überbleibsel? Die Dinger. Man könnte auch ineffektiv sagen, hier ist noch jemand zu hören. Oh. Warum gibt es keinen Takedown? Hat keinen Schaden gemacht, hat bloß etwas die Sicht verwirrt. Wir hätten da jetzt schon länger gedrückt als vorhin. Oh, man muss wirklich genau richtig stehen, oder wie? Das ist ein Quatsch. So wirst du nicht sterben!
was genau richtig stehen für diese Interaktion. Deswegen hat es auch beim ersten Mal halt nicht funktioniert. Weiße Kisten sind geiler, weil sie weißer sind. Koyoli-Visier. Einfach ihn. Aber wenn es das bei der Schaufel nicht so viel bringt, der werden wieder bespuckt. Was soll das denn? Granate, kannst behalten. Hätte das Ding nicht leer schießen sollen? Da scheint was. Gibt besonders viel Buße, wenn man es kaputt macht. Krieg's nicht mehr kaputt. Doch. Hat sich aber viel Zeit gelassen. Das stimmt. Oh, Scharfschütze. Angriff, die beste Verteidigung in diesem Fall. Nein! Mädel lässt wieder was fallen, hat was fallen gelassen, das war bloß eine Granate. Dich habe ich noch nie gemacht. Scharfschütze gegen Schrupfhund auf die Entfernung. Es spuckt. Bin ich gerade mit einem halben Auge immer drauf. Es trifft uns, obwohl es uns nicht trifft. Das Ding macht etwas Flächenschaden. Das ist halt überhaupt nicht stark, weil wir sie auch nicht verbessert haben. Die denn hin? Warum räuchern die uns zu? Damit sie näher rankommen können, ohne beschossen zu werden. Toll. Bei einer Schrotflinte näher rankommen, super. Vielleicht haben sie aber auch eine. Weit oben, wir kommen ran. Wo genau darf ich denn stehen? Bleib mal hier stehen.
wenn man alles anhat, dann sieht man, wo einfach ein Fortschrittsbalken schimmt. Nehme ich einfach mal an. Wir stehen nicht richtig, das müsste schon fertig sein. So wirst du nicht sterben! Warum muss man da überhaupt gedrückt halten? Jetzt nicht mehr. Ich sehe keinen Gegner mehr da. Dann bringt dieser Zeitversatz einfach gar nichts. Nein, ich versuche dir zu helfen. Hör auf! Oh! Tötet den falschen Ethan. Scharfschütze und Flammenwerfer, Mann. Keine gute Kombination. Ein Teil davon ist kaputt. Was fliegt denn hier alles? Da ist er, der Falsche. Warum hast du mich? Was ist das? Ja. Was willst du also mit mir machen? Bring meine Leiche her. Zeig sie mir. Ah, stimmt. Einmal noch da verballert, deswegen haben wir zwei freie Plätze. Kampf oder Flucht? Du bewegst dich schneller, nachdem du Schaden erlitten hast. Gar nicht so schlecht. Lassen wir erstmal drin, werden wir aber Zeit wieder verkaufen. Zielübung: der Schaden von Waffen mit Visieren wird erhöht, aber Schaden durch Schüsse aus der Hüfte wird verringert. Das ist ja doof mit der Schrotflinte. Schön großes Areal. Ich soll einfach die Kisten sofort einsammeln, aber nachdem wir ja ein Areal gesäubert haben. Hinten war mal eigentlich noch einer. Da oben. Na, ich hätte eher gedacht, hier mal ran, wenn ich die da alle hätte. Die habe ich noch bewusst gelassen, weil das wohl der Endplatz, der Endkampf sein wird. Hinten ist noch eine Kiste. Kleinvieh macht auch Mist, deswegen auch hier oben Buße einsammeln. Haben wir denn gerade? Wird langsam. Kotzt mich so an, dass wir Buße verballert haben. Wenn ich noch eine Prüfung gemacht hätte, hätte ich das noch da Herz einfach verkauft. Das kann ich jetzt knicken, weil ich es behalten werde. Der Falsche ist weg. Ich werde den Körper des Betrügers zu meinem Sohn bringen. Ach so. Den haben wir irgendwo da hinten umgebracht. Bei der Hütte da. War das diese hier? War irgendwie so halb eingeklemmt, das war da. Also drücken ist nicht und gedrückt halten auch nicht. Müssen wir einfach nur da hochgehen und E drücken?
gar nichts. Wobei, das war doch mit F. Das Aufnehmen war mit F. Oh nein, kommen jetzt neue Gegner? Ja, war klar. Lass mal kurz liegen. Ah, die Spaten-Heinis kommen wieder. Ah, tot von oben. Ah. Boah, der hat Reichweite, der Typ. Das guckt mich an, dass das nicht funktioniert. Stilles Selbstbewusstsein, dieses wir sind schneller, wenn wir ein Takedown? Nee. Wenn wir holstern, das haben wir nicht wiedergefunden. Du bewegst dich schneller, leiser nach Takedowns. Ich denke, es kommt so lange neu, bis wir angekommen sind. Wenn wir jetzt noch 10 Minuten vertüdeln, dann kommen hier 10 Minuten lang noch Leute. Absolut ineffektiv. Das lassen wir sein. Schon vorgearbeitet. Einmal kommen bestimmt noch Viecher. Nein. Jetzt tauschen wir aus. E drücken bringt nichts. Vielleicht einfach hinlegen. Mal gucken. Es ist vorbei. Komm her, mein Kind. Ich beschütze dich. Was? Gleich eine interessante kleine Sequenz. Da bin ich wirklich gespannt. Ich bin vielleicht nicht der Messias, aber ich werde dieses Kind retten. Ich wusste, dass Gott mich prüfen wollte. Er bereitete einen Weg für mich und ich musste mich nur entscheiden. Also legte ich meinen Finger auf den Atemschlauch, der an ihr engelhaftes Gesicht geklebt war. Und drückte zu. Der Herr gibt. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Das habe ich jetzt nicht so ganz verstanden. Habe ich gerade irgendein Detail aus New Dawn ausgeblendet? Fragment des zerbrochenen Kreuzes unten. All deine Worte waren nur Lügen. Meine Tochter.
Mein Baby. Meine Wege sind unergründlich. Lügen, und ich hab sie geglaubt. Was habe ich getan? Aua. Spitz. Take the leap. Takedown klappt bestimmt. Oh. Klappt nicht. War auch etwas weit weg, aber hätte klappen können. Wir werden noch eine Prüfung machen. Sicher ist sicher. Ist wieder so eine blöde Figur. Bin noch blind. Da. Das Geräusch. 8 von 10. Nochmal. Man muss speichern in den Umschlupf und dann rausgehen und dann ist doch jetzt wieder eine andere Waffe vorbei. Nee, hier waren wir noch gar nicht. Das ist eine neue Waffe. Ich würde schon sagen, das ist doch eine Waffe, die wir schon haben, aber dort kommt mir neu vor. Scharfschützengewehr. Zwei mit einem Schuss. Dazu brauchen wir eigentlich ein Scharfschützengewehr. Besser man hat, als man hätte. Wie viele? 12 nur? Okay. Mist, komplett leer geschossen. Ah, Scharfschütze. Was ist denn gerade mit der Bildwiederholrate los? Aua! Na, nimm ab! Na, komplett kleben. Ach du Scheiße. Nicht, dass wir noch da verschwinden. Seid frei von meinen Lügen und schreitet mit mehr Einsicht voran. Warum wir da immer eine Zeitlupe haben? Gute Frage, aber irgendwie gefällt es mir, weil das einfach lustig ist. Glaubensprüfung, Scharfschützengewehr. Die Kisten sehen wir hier nicht, ne? MBP 50/50er Kaliber. Sieht ja geil aus. Ich werde es sehen. Generell sind die Waffen in Far Cry 5 ziemlich cool. War einfach modern oder Gegenwartswaffen. New Dawn sind aber, die Waffen sind auch cool, improvisiert. Zusammengebastelt. Und in Far Cry 6 haben wir eine Mischung aus Far Cry 5 und New Dawn. 20 Schuss. Ich glaube, ich werde lieber das Scharfschützengewehr als den Granatwerfer dabei haben. Ich brauche mal ein Ziel. Das hat uns nicht viel Buße gebracht, das werde ich nicht nochmal machen. Sei frei, mein Kind. Repetiergewehr. Oh, abgeknallt Kopfschuss. Sei frei, mein Kind. Macht Spaß. Wenn man nicht trifft, dauert das ganz schön lange, bis man wieder schießen kann. Und das war leider kein Kopftreffer.
Ah, eine weiße Kiste. Mal gucken, wie viele Indikationen wir für noch verbrauchen. Hallo? Er fragt mich da so. Aua. Das war keine Frage. Einfach nur eine Begrüßung. Injektion. Oder was? Wieder los? Gefühlt schon wieder Nacht oder was? So viel wie wir hier ankommen. Wie hier ankommen. Einfach nur ein Wolf, der schon wieder geht. Zu hoch. Und wieder alle. Geht Booster eigentlich weg, wenn man weit genug weg ist? Wir haben nämlich da hinten noch was einzusammeln. Ist noch da. Ein Stacheldraht gesprungen. Ne, ist nur Draht für unter Strom setzen, oder? Ja, sieht nicht stachelig aus. Ach, Kackvieh. Bei einem Schiffigen. Scharfsichtung hatten wir doch schon mal. Mein Scharfschützengewehr. Aber wann sind es halt mal 50 Meter? Ist halt die Frage. Im Moment bringe ich nur 45 Meter um und dann. Ja. Nee, brauche ich nicht. Ist da hinten noch golden? Das ist bloß ein Busch. Und dann nehmen wir noch die Kiste mit. Ist eine Figur zu hören. Na, da falle ich vielleicht runter, deswegen. Moment. Kann man hier hochklettern? Das müsste hier in der Bärenfalle oder so liegen und ich gucke die ganze Zeit nach oben. Eine Willkommensmatte. Hier war was zu sehen. Das ist nicht zu sehen. Moment. Ist da eigentlich eine Haftgranate? Kaputt ist kaputt. Vielleicht stand es da am Fenster. Gut, dann. Du bist mein Ich werde dich beschützen. Ich gebe dir Weisheit. Schnappen wir uns in der nächsten Folge nochmal ein noch da und dann holen wir uns das dritte Teil. Oh, hallo. Lautloser Killer. Schallgedämpfte Waffen richten zusätzlichen Schaden. Nö. Also, womöglich doch, aber ich brauch's nicht. Deswegen, nö. Ah, fast 8000. Sehr schön. Wir könnten 1000 bekommen, wenn ich zweimal noch da stand jetzt hätte. Ärgerlich. Einfach wogegen geflogen. Wegen des Wingsuit-Einsatzes. Ärgerlich. Naja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss.